Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus hier auf dem Kanal. Wir sind am Start mit der 25. Episode Jubiläum. Und heute gibt es eine etwas merkwürdige Episode. Das liegt daran, dass wir Probleme im ersten Spiel hatten. Natürlich mal wieder mit der Aufnahme. Wir kennen es ja mittlerweile nicht mehr anders. Es ist hinreichend bekannt, dass Max Hardware, Software und alles Mögliche ab und zu mal spackt und nicht so wirklich Bock hat. Und das merken wir auch im heutigen Video uns. War nicht allzu knapp. Denn in dem ersten Spiel, was ich gemacht habe, das ist gegen Alverness und zwar in der Europa League. Wie soll ich sagen? Ist mein PC abgestürzt. Hatte keinen Akku mehr. Das Kabel hat nicht richtig drin gesteckt. Und auch wenn die ganzen Serien und so weitergelaufen sind, die Aufnahme natürlich nicht. Und nicht, dass die irgendwie zumindest im Hintergrund weiter gerendert hätte oder so. Nein. Die ist einfach gelöscht worden. Dementsprechend habe ich nur das, was ich zum Glück vor dem Spiel aufgenommen habe. Das habe ich abgebrochen, weil ich danach erstmal essen gehen musste. Und die erste Halbzeit ist einfach nur weg. Ja? Also die zweite Halbzeit ist dann da, aber die erste Halbzeit ist halt einfach nicht da. Und da kann ich euch das Ganze nur zeigen, indem ich Highlights zusammengeschnitten habe, die ich halt aus den Spielhöhepunkten gezogen habe. Ich denke mal, das ist trotzdem in Ordnung. Es wird trotzdem einigermaßen in Ordnung aussehen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, es war nicht meine Absicht, dass ich das jetzt nicht irgendwie in voller Länge zeige. Es war halt immer wieder ein technisches Problem. Ist aber vollkommen egal. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid, ist die beste Unterstützung, die größte Unterstützung. 500 Likes wären richtig, richtig nice, damit ich zumindest einmal bei 96 einen Erfolg habe. Einfach unfassbar momentan. Egal, wir verkaufen Leon Andreasen eventuell nach Ingolstadt. Oder auch nicht, weil er sagt hier, ich habe keinen Bock. Milosevic allerdings, den holen wir, genauso wie in Bayern Young. Das heißt, wir haben am letzten Tag nochmal zwei richtig interessante Transfers gemacht. Zwei hätte ich gerne Andreasen abgegeben, aber er wollte nicht zu Ingolstadt wegen Gehalt. Übrigens unser zweiter Gegner in dieser Episode. Und anstattdessen war da nochmal ein Stürmer mit den Young. Den fand ich extrem interessant, weil der halt Flügel und Stürmer spielen kann. Ein extremes Talent ist. Und weil wir den im letzten Karrieremodus hatten. Und zwar bei motherfucking Newcastle United letzte Saison. Und da war er ziemlich nice. Und jetzt wird er wahrscheinlich ebenfalls ziemlich nice werden. Bin ich zumindest mal relativ überzeugt von. Ob er das Ganze halten kann, was er verspricht, werden wir sehen. Aber ich kann es mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Leider Gottes hat Man United gerade dummerweise das 3:1 gemacht gegen Midtjylland. Das heißt, sie sind wahrscheinlich dann doch weiter. Ist mehr als schade. Ich hätte Midtjylland das Weiterkommen gehört und Man United halt überhaupt nicht, weil ich City mag. Aber was willst du machen? Kann man nichts gegen machen. So, wir gucken unsere Jugendakademie an. Der Torwart. Ist ein Torwart? Ich weiß gar nicht. Oder der Mittelfeldspieler, irgendwie sowas. Sieht sehr nice aus. 88 bis 94 oder 78, 94 Potenzial. Sehr, sehr stark. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht um das Spiel gegen halt eben Alverness. Und das ist das erste Euroleague-Spiel nebenbei. Bemerkt, was ich glaube ich gerade schon erzählt habe. Euroleague ist ein interessanter Wettbewerb, weil Hannover ja als ehemalige Eurofighter, sage ich mal, immer recht weit gekommen sind, beziehungsweise sich immer recht gut präsentiert haben. Im Idealfall wird das auch heute so sein. Ob das so sein wird, werden wir sehen. Wir spielen eigentlich nicht gegen Schalke, was wir da gerade sehen. Eigentlich nicht. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwas verpasst. Habe ich da irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Normal sollten wir nicht gegen Schalke spielen oder schon gegen Schalke gespielt haben. Ich bin gerade komplett verwirrt. Warum stand da Schalke? Warum steht da Schalke? Da soll nicht Schalke stehen. Oder Schalke ist von der Aufnahme komplett verschwunden. Das kann auch sein. Muss ich nochmal nachgucken. Okay, Freunde, hab nachgeguckt. Ja, dummerweise ist Schalke komplett von der Aufnahme verschwunden. Wir haben 1-0 gewonnen. Das heißt, geh weiter mit Alverness. Ich kläre das danach nochmal. Ne, nach dieser Partie jetzt. Jetzt geht mal rein. Viel Spaß und bis gleich. Alexander Kokorin war der Mann der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit bei Hannover 96. Erstes Spiel in der Euroleague für die Roten und direkt ging es richtig gut los. Sah Maxima mit der ersten Chance noch gut gehalten, aber es ging gut weiter für die 96er, die das bessere Team waren. Torwartfehler, Ball viel zu kurz auf Alexander Kokorin, Außenriss, Schuss 1:0. Relativ frühe Führung für Hannover 96 in dieser Partie. Klasse Abschluss des russischen Neuzugangs von Dynamo Moskau, ablösefrei gekommen und er zeigt seine Qualitäten im Europapokal und machte damit direkt weiter, denn er hatte noch nicht genug, er wollte direkt mehr und es wurde ihm relativ einfach gemacht. Hier geht er durch die Defensive mit dem Doppelpass mit Leroy Föhr. Das ist gut gemacht und steht im 16er knapp 11 Meter vor dem Tor. Schweißt den rein. Wunderbares Tor von Alexander Kokorin zum zweiten und das war immer noch nicht genug, denn dieser Abschluss, der wirklich sehr, sehr trocken war, er war ihm irgendwie noch nicht ganz ausreichend. Er wollte den Hattrick und er bekam den Hattrick. Nach der Halbzeit wurde Uwe Bech eingewechselt. Der Däner auf der rechten Seite hier mit dem Ball auf Leroy Föhr. Der versucht per Direktabnahme und dann ist da Alexander Kokorin und macht das 3
3:0. Es lief richtig gut bei 96. Der Abpraller und der Hattrick für den Russen. Es ging danach ja ein bisschen besser weiter für Hannover 96, denn sie lehnten sich zurück und mussten nicht mehr ganz so viel machen. Das ist Albert Rosnack mit der nächsten Gelegenheit. Flanke auf Kokorin, aber der kommt nicht ganz ran. Es blieb beim 3:0. Trotzdem waren sie das überlegene und deutlich dominierende Team. Neuzugang Niang hier, er kriegt den Ball zugespielt vom gegnerischen Keeper, macht den lässig rein. 4:0. 73. Minute, die Vorentscheidung, endgültige Entscheidung, die Demütigung für Ivan SFC. Das war richtig stark gemacht. Und zwar ja vom Neuzugang, wie eben bereits angesprochen, von halt eben Bagin Young. Gerade erst per Leihe von Milan gekommen. 96 besitzt eine Kaufoption über 10 Millionen Euro. Und wenn sie die ziehen, dann werden sie wahrscheinlich mehr von solchen Toren bekommen. Es war noch nicht Schluss. 83. Minute, die nächste Chance. Jesse Mori mittlerweile eingewechselt. Klasse auf der Außenbahn. Kann sie nicht ganz durchsetzen. Allerdings wird das Ganze nochmal gefährlich, denn es kann nicht abschließend geklärt werden von Ivernes. Hier sehen wir es. Der Ball nochmal ja zu Alex Milosevic, der den Klasse erobert. Ebenfalls Neuzugang von Beşiktaş. Raus auf Las Bangura. Die Flanke auf Niang. Klasse Kopfball. Gerade so geklärt vom Keeper noch. Aber es war im Endeffekt egal, denn Hannover hatte ja schon 4 Tore geschossen und sie versuchten noch weiter zu machen. Uffe Bech hatte bereits 1 eingeleitet, wollte jetzt selber auch noch 1 erzielen. 16 Meter schöner Versuch, aber gut gehalten vom Keeper und dementsprechend war das die letzte ja interessante Schussmöglichkeit der Partie. Jesse Mori nochmal mit einer Flanke auf den Kopf von Ivar Fossum. Das war nicht gefährlich und das war wirklich das Ende der Partie. Hannover also mit dem ersten sehr souveränen Europapokalauftritt gegen den irischen bzw. schottischen Vertreter. Gewinnen sie 4:0. Dreimal Alexander Kokorin und natürlich auch Neuzugang Bagin Young in seinem ersten Spiel direkt erfolgreich für die Hannoveraner. Nach dem Spiel war das Highlight für die Schotten natürlich der Trikottausch mit den Stars von Hannover 96. Der Star der Partie war definitiv Kokorin, durfte den Ball als Hattrickschütze natürlich mitnehmen, bekam vom Schiedsrichter der Glückwunsch von den Fans, auch natürlich von den Schotten und vom Schiedsrichter selber. MGT war zufrieden mit der Leistung seines Teams. Die gewinnen das erste Gruppenspiel in der Europa League mit 4:0 gegen Ivernes. So, um es nochmal aufzuklären. Ich habe, wie gesagt, gerade nochmal nachgeguckt. Dummerweise ist das Spiel gegen Schalke komplett weg. Ich wusste gar nicht, dass wir gegen Schalke gespielt haben, beziehungsweise hat es nicht mehr im Kopf, aber haben wir wohl gemacht. Und das haben wir 1:0 gewonnen. Ne, war ein relativ interessantes Spiel. Ich glaube, Rosnack hat das Tor gemacht, bin mir gar nicht mehr sicher. Hab's halt auch nicht mehr als Aufnahme, ich kann es nicht nachgucken. Aber ich bin mir da relativ sicher. Ne, dass er das war. Oder das war Kokorin. Ich glaube, einer mit blonden Haaren. Vielleicht war es auch Samaxima. Irgendwer wird's gemacht haben. So, egal. Wir spielen jetzt in der nächsten Partie dieser Folge gegen den FC Ingolstadt. Das heißt, gegen einen ehemaligen Aufsteiger. Wir sind ja schon in der zweiten Saison. Das heißt, gegen jemanden, ja, der sich in der Liga gehalten hat. Als Schanzerverein, als Kommerzverein in gewisser Weise, aber halt auch als Aufsteiger. Was immer respektive ist, beziehungsweise respektierlich ist. Mal schauen, was jetzt so gehen wird gegen die. Mal sehen, ob wir unsere Mannschaft gut einstellen können und als, ob wir jetzt genau die gleiche Leistung bringen können, wie gerade gegen Ivernes. Natürlich ist Ivernes ein bisschen schwierigerer Gegner. Spaß. Ingolstadt ist natürlich deutlich schwieriger. Also Ivan ist deutlich ja einfacher zu bespielen als schottischer Erstligist, aber nicht ernst zu nehmen der Erstligist. Aber trotzdem, man sollte auch kleine Teams wie Ingolstadt niemals unterschätzen. Wir gehen rein, viel Spaß und bis gleich. Die HDI Arena prall gefüllt nach den klasse letzten Auftritten von Hannover 96. 4:0 auswärts in der Europa League gegen Ivernes. Heute war der nächste Fall mit I zu Gast in der HDI Arena und zwar der FC Ingolstadt. Ja, die Schanzer, die Männer aus ja, Süddeutschland kamen hier in den Norden gereist, um Punkte mitzunehmen. Schafften sie es? Das ist die große Frage. Die stellte sich nicht nur Trainer MGT, sondern natürlich auch Ralf Hasenhüttl, der Trainer der Schanzer, der hier ja, gegen Polnar D antreten musste, der im Pokal nicht gespielt hat, aber heute in der Schale stand. Yoshida, Marcelo, Hoffmann und so kompliziert die Verteidigung davor. Gurküf, Sané, Jesse Mori, Charlie Benchop, Uffe Bech und Neuzugang Bagin Young bekamen direkt mal in der Sturmspitze den Vorzug vor Alexander Kokorin, dem dreifachen Torschützen, hatte er selber auch getroffen und durfte jetzt von Anfang an ran. Nyland Levels mit Martin Bregeri und Danilo in der Defensive beim FC Ingolstadt davor. Vanevec zusammen mit Elton, dem Neuzugang Brasilianer aus der Saudi-League gekommen. Groß, Lecky zusammen mit Hinterseher und auf der rechten Seite Lex in der Offensive bei Ingolstadt. Beste Defensive der Liga bisher bei Hannover 96. Ein Gegentor haben sie bisher kassiert, sogar besser als die Bayern, die schon 2 Gegentore kassiert haben. Heute sollte es im Idealfall genauso weitergehen mit Mario Yoshida auf der Rechtsverteidigerposition. Nicht seine ja, angestammte Position, aber er sollte den Job natürlich in den Augen von MGT trotzdem sehr, sehr gut erfüllen. Wir springen rein in die Partie, wir springen gleich mal in die erste Szene und die gab es auf Seiten von Hannover 96. 6 Minuten durch. Jean Gourcuff setzt sie auf Außenbahn 2-mal klasse durch, unter anderem gegen Matthew Lecky, zieht in den 16er und dann kommt das Foul von Matthew Lecky gegen den Franzosen. Ja, da sind gerade mal 6 Minuten in der Partie und es gibt den Elfmeter für Hannover 96 und direkt die erste gute Chance für die Roten hier in
Führung zu gehen. Natürlich hätte Gourcuff lieber diesen Abschluss direkt gesucht, aber so gibt es die gelbe Karte für den Australier und die Chance für Gourcuff, per Elfmeter erfolgreich zu sein. Der Französische heute Kapitän der Roten macht das 1:0. 8 Minuten durch, Hannover führte zu Hause mit 1:0 gegen die Süddeutschen. Das war ganz, ganz stark geschossen von Joao Gourcuff. Wie gesagt, als routinierter Spieler heute der Kapitän in dieser B-Elf von Hannover, die nach dem anstrengenden Pokaltrip ja gegen eben Alvarez heute auf dem Rasen stand. Es lief richtig gut bei den Roten, es ging gut weiter. Jesse Mori kriegt den Ball auf der Außenbank, knapp 12 Minuten durch, setzt sich da klasse durch gegen Pledel. Die Flanke in die Mitte, da kommt keiner so wirklich ran, aber die Szene ist noch nicht ganz bereinigt, kommt nämlich nochmal, ja, zurückgeschlagen und dann klären sie es endgültig und kommen selber nach vorne. Die Ingolstädter, das ist Matthew Lecky, gerade noch gelbe Karte gesehen, jetzt im 16er Flanke auf Pledel. Der Kopfball ist nicht ganz so stark und im Endeffekt ist dann Paul Nadida. Pledel spielte für den angeschlagenen Lex, der sich beim Aufwärmen verletzt hat. Und dann Charlie Benchow mit dem nächsten Versuch. Nieland ist da und hält diesen Ball relativ sicher, faustet den zur Ecke weg. Die wird aber gefährlich. Joao Gourcuff gerade Tor erzielt, bringt die in die Mitte und da steht Jesse Mori. Kommt nochmal zurück auf Joao Gourcuff, der flankt den nochmal rein, aber Sané kommt nicht ganz ran. Diesmal ist es ja der Keeper der Ingolstadt, der Norweger, der diesen Ball aus der Luft pflückt. Ingolstadt kam selten zu Chancen, ab und zu aber zu mal ganz, zu ganz guten. Lecky mit der Flanke und da steht Lukas Hinterseher, legt nochmal ab und dann geht er bei ganz nah am Tor vorbei. Von Nadim ein bisschen gezirkelt, aber er muss da nicht eingreifen. Trotzdem war Ingolstadt jetzt am Drücker, sie versuchten den Ausgleich zu erzielen. Das ist Elton mit dem Ball auf Matthew Lecky, schöner Versuch aus der Drehung. Volley sollte immer noch nicht sein bei den Ingolstädtern und Hannover machte das klasse jetzt per Konterball auf Jesse Mori. Im 16er macht das wunderbar, kommt nicht zum Abschluss. Es ja, war nicht sein Tag des Franzosen. Er machte vieles richtig, aber er wollte einfach den Abschluss, beziehungsweise seine Bälle kamen einfach nicht dahin an, wo sie hin sollten. Nächste gute Chance hier für Matthew Lecky auf der anderen Seite. Ingolstadt war das bessere Team, mittlerweile den Ausgleich verdient gehabt, aber Nadi und die Defensive der 96er zeigten, warum sie die Beste der Liga waren und veränderten bisher alles sehr, sehr gut. Joao Gourcuff ging dann raus, Edgar Pripp kam für ihn in die Partie, das heißt ein bisschen mehr Agilität, ein bisschen mehr Spritzigkeit nochmal auf der 6er Position. Allerdings wurde die erstmal nicht benötigt. Hier das Foul gegen André Hoffmann und es sieht richtig bitter aus. Wir sehen es jetzt gleich, er liegt am Boden und muss ausgewechselt werden. Er hält sich das Knie, kein gutes Zeichen beim ja, Innenverteidiger der Roten und es sollte sich bestätigen. Kreuzbandriss bei André Hoffmann, die Verletzung, die ihn ja schon 2014 außer Gefecht gesetzt hatte, lange nicht gespielt und jetzt ja wieder die gleiche Verletzung. Johansson kam für ihn rein, Yoshida rückte in die Innenverteidigung der Schwede auf der rechten Seite. Ganz, ganz bitter, gute Besserung an dieser Stelle an André Hoffmann. Hannover ließ sich davon aber nicht wirklich beirren, er holte sich relativ schnell von dem Schock und hatte nach ja, 83 Minuten die nächste Chance. Das ist Jesse Mori, Konter, das Ganze ist quasi schon abgeschlossen und Mori macht's alleine und macht das Tor. Es gelingt ihm also doch noch was, dem Franzosen. Diesmal ist der Ball im Kasten und es ist kein angeschnittener Schuss. Nein, es ist endlich mal mit Kraft und es funktioniert direkt. Der Junge ist beidfüßig, das zeigt er hier. Kann sowohl mit rechts als auch mit links und haut diesen Ball an Nyland vorbei. Die Entscheidung in der HDI Arena und das 2:0 für Hannover 96. Und jetzt brach Ingolstadt vollends ein. Nochmal eine Chance für die Roten. Der Ball auf Edgar Pripp und der ist allein auf weiter Flur. Keiner kommt hinterher. Nyland kommt nicht aus seinem Kasten raus. Klasse gemacht von Edgar Pripp. Quergelegt auf dem Bakogo, aber der wird noch ja, behindert. Eigentlich ist es ein Foul gewesen, weil der Ball gar nicht im Spiel war, aber er ließ sich nicht fallen. Und dementsprechend gab es dann auch keinen Elfmeter. Ingolstadt nochmal mit einer Konterchance dann dementsprechend. Allerdings stand es 2:0. Hannover verteidigt ein bisschen lapidar. Und Nadi hält diesen Ball tatsächlich noch fest. Also weiterhin nur ein Gegentor. Und das war dann ja fast schon die letzte Chance. Eine gab es noch. Ingolstadt mit Keeper Nyland vorne. Die Ecke von Morales. Bregerie verlängert und der Ball ist wieder nicht drin. Da lenkt den Nyland sogar noch ab. Aber im Endeffekt hat den dann ja der gute, sehr, sehr gut agierende Nadi heute, der Franzose, der seine Chance nutzte, sicher und hält seinen Roten hier das 2:0 fest. Dementsprechend weiter Hannover 96 auf der Erfolgswelle. Ein Gegentor in der Bundesliga und der nächste Sieg. Es läuft einfach richtig gut für die Männer aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Es scheint so, als würden sie sich weiter oben festsetzen, als ob die letzte Saison nicht nur ein Ausrutscher gewesen wäre. Nadi war der Man of the Match, aber auch Mori, Mbakogu und natürlich der erste Torschütze dieser Partie heute, Joao Gourcuff, hat der Partei beigetragen. 2:0 Heimsieg für Hannover gegen den FC Ingolstadt. Es tut mir leid, ich fasse mich langsam schon wieder ein bisschen. Das liegt daran, dass das jetzt das vierte Video hintereinander war, was ich kommentiert habe. Langsam wird meine Stimme trocken. Es tut mir wirklich sehr leid, aber dagegen kann ich nichts machen. Es gibt gerade Elfmeter für Man U. United, na, man ist ja nicht so feindlich. Wer übrigens nicht weiß, warum Man U eine Beleidigung ist, sollte es mal googeln. Man United ist die korrekte Bezeichnung, aber was soll's, einen Elfmeter hatten sie schon. Jetzt tritt nicht Matra, sondern Herrera an. Ich werde euch ganz kurz auf dem Laufenden halten. Das ist quasi der Live-Ticker hier im Video. Werden übrigens die Rückennummern. Dazu kommen wir gleich. Herrera, der macht einen rein. Das war deutlich besser geschossen als Matra. 4:1 sogar. Oh, scheiße. 4:1 für Man United. Dementsprechend sind sie durch. Sehr, sehr schön für Man United. Schade für Midtjylland. Schade für mich. Ich hätte mich für die Dänen gefreut. Sah auch gut aus mit dem 1:0 durch Sisto.
Aber was soll's. Egal. Ihr seht, die werden dann die Rücknummern. Unter anderem hat der, ja, André Hoffmann jetzt die 27. Allerdings kriegt er die 15 natürlich zurück. Johansson kriegt die 6 zugewiesen. Gülsdam hat jetzt die 8. Kriegt aber eine etwas weitere Nummer. Wir versuchen das Ganze ein bisschen realistischer anzupassen. Und natürlich ein bisschen zu spät. Eigentlich sollte es direkt nach Ende der Transferperiode machen. Habe ich halt verpeilt. Kommt aber auch mal vor, ich denke mal, das ist nicht zu schlimm. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Änderungsvorschläge habt. Aber ich denke mal, so wie die Nummern jetzt sind, wie ich sie jetzt eingestellt habe, sind sie eigentlich ganz passend. Bakogo mit der 16, unter anderem Mama van Dijk, den Neuzugang mit der 26. Dann haben wir Benchow mit der 35, Young mit der 11, was auch sehr gut passt in meinen Augen. Ich glaube, Fur hat jetzt die 8 oder sowas. Also alles sehr, sehr gut. Bakuna mit der 20. Und van Dijk kriegt jetzt noch eine andere Nummer zugewiesen, und zwar die 8, Gülsdam die 27, was auch in Ordnung ist. Ja, passt auf jeden Fall alles. Wie gesagt, Änderungsvorschläge gerne in die Kommentare. Milosevic hat die ehemalige Panda-Nummer, meine Lieblingsnummer, die 24. Ey, schade, dass der nicht mehr spielt, aber Milosevic ist bisher der einzige, dem Zieler der Bundesliga tollig ist. Von daher, naja, vielleicht spielt er sie noch in mein Herz, vielleicht holen wir Milosevic-Trikot. Wer weiß, auch wenn er nur ein halbes Jahr bleibt. So, viel zu lange mal heißen Brei geredet, jetzt ist das Bild schon wieder schwarz. Scheiße. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dir gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Und ciao.